Es ist wieder Zeit für das Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauer, willkommen zu unserem MacPomweit-Magazin hier auf Ihren regionalen Fernsehsendern. Wir berichten in dieser Ausgabe über viele Fenster, feinste Torten und über Leckereien auch für unsere tierischen Freunde. Auf letztere hat sich Sören Autzen in Wismar spezialisiert. Ein Neuanfang inmitten der Krise. In der Lübschenstraße in Wismar hat vor kurzem Oskars Leckerstübchen eröffnet. Das Geschäft bietet alles für das geliebte Haustier an. Der Fokus liegt auf frischem und gesundem Futter. Inhaber des Tierbedarfsladens ist Sören Autzen mit seiner Partnerin Olga Mironova. Für Sören Autzen war die Corona-Krise Fluch und Segen zugleich. Der Hotelfachmann verlor durch die Pandemie seinen Job bei einem großen Wismarer Unternehmen. Aber statt den Mut zu verlieren, nutzte er als Jungunternehmer jetzt die Situation für einen beruflichen Neuanfang. Ich war bei meiner Arbeitsstelle nicht so ganz zufrieden hier in Wismar. Und ja, dann ist die Idee so entstanden. Wir wollten uns eh schon immer mal selbstständig machen, ne? Und ja, so kam das dann, ne? Und dann durch die Ernährung auch mit unserem Kater und allem drum und dran haben wir uns immer intensiver damit beschäftigt. Und ja, so ist die Idee dann auch letzten Endes geboren. Dann haben wir den schönen Laden hier entdeckt und haben gesagt, wir machen das. Oskars Leckerstübchen setzt auf ein langsames, natürliches, wirtschaftliches Wachstum. Das Startkapital wurde überwiegend aus Ersparnissen finanziert. Ein Kredit musste Sören Autzen daher nicht aufnehmen. Zukünftig verfolgt er mit seinem Tierbedarfsladen große Pläne. Wir würden uns natürlich freuen, wenn das so gut ankommt, dass wir uns vielleicht noch mal erweitern können. Eventuell, ne, ganz große Träume, vielleicht eine kleine Kette oder vielleicht noch ein paar mehr Lädchen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal groß. Unser Online-Shop, den wollen wir noch ganz gerne aufbauen. Und auch für die ältere Generation oder für Leute, die kein Auto haben, würden wir ganz gerne auch für ein oder zwei Tage den Lieferservice mit anbieten. Die engagierten Unternehmer möchten wirtschaftliche Stabilität erreichen. Dabei lautet ihr erstes Ziel, den eigenen Lebensunterhalt komplett durch Oskars Leckerstübchen zu finanzieren. Und damit jetzt zu den Leckereien für uns Menschen. Mit Kuchen, Torten, Eis und Kaffee wollte Stefanie Meiners ihre Kunden verwöhnen. Diese aber in ihr Café einzuladen, das ist schon eine ganze Weile pandemiebedingt nicht möglich. Also mussten andere Wege gefunden und gegangen werden. Das Café vor dem Mühlentor in Güstrow gehört seit August 2020 Stefanie Meiners. Sie wollte sich mit ihrem eigenen Geschäft einen Lebenstraum erfüllen. Ein Café, in dem sie die Kunden mit frischem Kuchen, Torten, Eis und einer Tasse Kaffee glücklich machen kann. Ja, ich bin seit 1.8.20 die Inhaberin vom Café vor dem Mühlentor. Die Gewerbeanmeldung lief schon seit dem 1.1.20. Leider hat sich dank Corona alles etwas nach hinten verschoben, aber am 1.8. konnten wir dann endlich die Türen aufmachen. Dass daraus erst einmal leider nichts wurde, kann man sich in Zeiten von Corona vorstellen. Auch wenn es mehr oder weniger so ein bisschen zu erwarten war, dass wir auch vom Lockdown betroffen waren, war es trotzdem ein Schlag ins Gesicht. Es sind schon Tränen geflossen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber nicht lange. Ne? Also, es macht halt einfach zu viel Spaß, trotzdem da zu sein und irgendwas zu machen. Trotzdem hat die Unternehmerin den Kopf nicht in den Sand gesteckt und einfach umdisponiert und das Geschäftsmodell von stationär auf mobil umgestellt. Richtig to go, sprich außer Hausverkauf, sofern es mal erlaubt ist, mal nicht. Aber auf jeden Fall den Bestellservice, den Lieferservice, sprich die Leute können gerne mit uns in Kontakt kommen, ihre Tortenstückchen bestellen oder ihre weiteren Leckereien, die wir so haben. Genau, wir beliefern sie auch gerne im Umkreis von Güstrow oder sie kommen halt her, holen ihre Ware ab. Genau, und wir sind da, die Leute freuen sich, wir freuen uns, alles gut.
Das Markenzeichen des Cafés ist die Frische der Torten mit feinstem regionalen Biozutaten. Dafür sorgt die Konditormeisterin Enrika Korsinski. In ihrer Backstube stellt sie die eigenen Kreationen sowie Kundenwünsche und Wünsche ihrer Auftraggeberin Stefanie Meines her, die dann im Café verkauft werden. Neben Enrika, die die Torten, Kuchen, Kekse und sonstige Leckereien herstellt, gehört auch ein Lieferant zum Arbeitnehmerpool von Stefanie Meiners. Im Moment ist es tatsächlich ein Familienunternehmen. Wenn nachher wieder lockdownfreie Zone ist und wir aufsperren dürfen mit Außenterrasse, mit Innenbereich, dann kommen wir natürlich ohne liebe Mitarbeiter nicht drum herum und dann müssen wir noch mal schauen, wer gerne in die Mühlentor-Familie möchte. Und obwohl die Kunden sowohl vor Ort kaufen, als auch sich die Waren liefern lassen können, wünscht sich Stefanie Meiners endlich die Öffnung ihres Cafés. Für unseren letzten Beitrag in dieser Ausgabe werfen wir jetzt einen Blick auf eine Großbaustelle in Neubrandenburg. Das in die Jahre gekommene Rathausgebäude wird grundlegend saniert und damit werden auch neue Fenster eingebaut. Wer das Gebäude auch nur ungefähr vor Augen hat, kann sich vorstellen, dass das keine kleine Aufgabe ist. Undichte, 40 Jahre alte Fenster. Eine Energiebilanz, die modernen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Seit 2019 wird das Neubrandenburger Rathaus energetisch saniert. Die neuen Fenster für den Verwaltungssitz kommen direkt aus der Vier-Tore-Stadt. Meban hat den Zuschlag für diesen Großauftrag bekommen. 420 Verbundfenster müssen nun hergestellt und eingebaut werden. Jedes von ihnen bindet 25 Arbeitsstunden. Über Beschäftigungslosigkeit lässt sich derzeit nicht klagen. Wirtschaftliche Einschnitte hat das Unternehmen in der Krise nicht zu verzeichnen. In Anbetracht von, ich sag mal, Friseuren, Gastronomie, Veranstaltungen, Künstlern ist bei uns eigentlich alles sehr gut gelaufen. Und wir haben ja im letzten Jahr nochmal richtig die Privatkundenschiene ausgebaut und die hat uns eigentlich auch nochmal so richtig gerettet. Viele, viele Leute haben sich letztes Jahr entschieden, ein Terrassendach zu bauen, sich mit der Markise zu verbessern, Wintergarten mal auszuprobieren und so weiter. Und da haben wir natürlich letztes Jahr sehr, sehr guten Zuwachs gehabt und von daher können wir uns nicht beschweren. Ende vergangenen Jahres begann die Fertigung erster Rathausfensterelemente. Nach und nach werden diese nun zur Montage auf die Baustelle geschickt. Zwischen doppelten Fensterrahmen verstecken sich Schall- und Sonnenschutzelemente. Montiert wird von oben nach unten, beginnend in der 7. Etage. Wenn auf solchen Großbaustellen verschiedene Gewerke zusammenkommen, kann es eng werden. Problematisch in normalen Jahren, in Corona-Zeiten eine echte Herausforderung. Wir achten sehr darauf, dass die Teams getrennt arbeiten. Wir haben unterschiedliche Arbeitszeiten, wir haben unterschiedliche Pausenzeiten. Das sind schon eine ganze Menge Dinge, an die man auch immer wieder mal die Kollegen aufs Neue erinnern muss. Das sind schon so Einschränkungen, die hören sich jetzt auch nicht schlimm an und nach einem Jahr ist es auch nicht mehr so dramatisch. Aber gerade als es so losging, kam es den meisten auch ein bisschen albern und unnötig vor. Aber inzwischen hatte ja schon jeder auch mal in gewisser Weise Stress oder Anknüpfungspunkte. Das ist schon okay so. Aber Verlangsamungsprozesse bringt das schon so mit sich. Für die Firma Meban ist die Baustelle an zentralem Platze in der Heimatstadt eine echte Herzensangelegenheit. Darüber hinaus hat die Nähe zur Arbeit bei Reise- und Mobilitätsbeschränkungen natürlich zusätzliche Vorteile. Ja, es ist tatsächlich der größte Auftrag, den wir jetzt überhaupt jemals hatten. Das sind über 3 Millionen bei uns. Das sind 15.000 Fertigungsstunden, 25.000 Montagestunden. Das sind ja pro Etage 60 Elemente, bestehend aus 2 Flügeln. Also das ist schon ein riesiges Ding. Mich privat hätte es ja sehr geärgert, ein Jahr lang da nach Hause zu fahren und immer dran vorbeizufahren, ein anderer baut die Fenster da ein. Da haben wir schon sehr drum gekämpft um diesen Auftrag. Das ist schon eine wichtige Sache und natürlich auch für unsere Monteure. Die müssen nicht nach Hamburg fahren, nicht nach Berlin fahren. Die können hier zu Hause sein. Für die ist das schon gut. Ende des Jahres soll die Fenstermontage abgeschlossen sein. 2022 können die Rathausmitarbeiter dann wieder selbst entscheiden, wann sie Frischluft durch die Fenster lassen. Bleibt zu hoffen, dass das Lüften dann wieder fürs Raumklima und weniger als Schutz vor Ansteckung von Bedeutung ist. Das war unser Blick in die Unternehmens- und Geschäftswelt in MV unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr Beiträge dann im nächsten Wirtschaftsfenster MV.